Ich bin zurück. Habt ihr mich vermisst? Habt ihr es? So Leute, es geht mal wieder nach Düsseldorf. Ich hole jetzt erstmal Timo ab. Wir sehen uns gleich. Schon durchs Fenster sehen. Hoffentlich weiß er diesmal, welcher Woodflock es ist. Verdammt, er hat schon geöffnet. Kann ich gleich klingeln. Oh. Willkommen zu Woodflock Nummer 27. Piu, piu, piu. Deliver der junge Herr vorbereitet, Quast. Vorbereitet, sagt er und schnürt noch die Schnürsenkel hier ein. Ja, ey, ich hab meine Schuhe gewaschen. Ey. Ich hab mir einfach neue gekauft. Nachdem die bei Black Ops Problems einfach grau waren. Ja, die sind ja schwarz. Ja, danach waren sie grau. Krass, heftig. Ich kann das hier aber auch auf der Autofahrt. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wir müssen ja heute kein Schlagzeug einräumen, dafür aber einmal an der Lindenbrauerei vorbei. Grüße an dieser Stelle. Oder hast du gestern alles auf dem Fahrrad mitgenommen? Ich habe alles auf dem Fahrrad genommen. Ja, das ist ja prima. Ah, da müssen wir einmal den Zapfrüssel ins Auto reinhalten. Ich weiß es schon, ganz schön einfach so. Weiß ich nicht. Gucken wir im Auto. Wir gehen weiter. Oh, Katzen haben ist super toll. Timo hat sich gerade den Schuh anziehen wollen, war eigentlich schon fast drin, fast ganz drin. Und plötzlich macht er so und ging ganz schnell aus seinem Schuh so raus und dann flitzt da eine Maus aus dem Schuh raus und unter den Kühlschrank. Ich muss mich wirklich sehr entschuldigen, dass ich da keine Kamera an hatte. Top. Schön. Schön. Obacht, zack. Boah, nicht schlecht. Wo müssen wir hin? Quality Mo. Hier, wir haben hier so ein bisschen Stuff, ein bisschen Nebel. Könnt ihr jetzt schon erraten, was wir heute machen? Man weiß es nicht. Alles klar, Leute, wir räumen ein. Wir melden uns gleich aus dem Auto nach dem Bäcker. Wir sehen uns im Auto wieder. Da sind wir wieder. Und wir sind auch schon fast da. Wir sind schon im wunderschönen Düsseldorf. 2 Kilometer. Und Kaffee ist nur da. Ich habe leider keinen mehr. Wir fahren heute nach Düsseldorf und wir machen ein Fotoshooting. Yeah! Ein Fotoshooting für unsere komplette nächste Kampagne. Für unsere EP, die wir ja jetzt fertig aufgenommen haben, die gerade noch in der Post-Production-Stufe ist. Und wenn dieser Vlog rauskommt, auch hoffentlich so gut wie da raus ist. Und an dem Mixing und Mastering ist. Und heute shooten wir mit der lieben Nadja. Mit der haben wir auch die Fotos für unsere letzten Sachen gemacht, für Enemy und Ruins. Da waren wir sehr, sehr begeistert, dass wir sie einfach wieder am Start haben wollten. Und Gott sei Dank hat sie ja gesagt. Ja! Hier müssen wir uns konzentrieren, links. Genau. Das ist diese lustige Stelle, wo man lustig links abbiegen kann. Okay, ich leg mal auf. Ja, okay. Kannst du das bitte verpixeln einfach? Ich halte meine Hand davor. Das okay, sehr gut. Okay. Ein Glück. Wir haben Runde Nummer 1 hinter uns gebracht. Erstmal Zeit für eine Gesichtsmassage. Hoffen wir mal, dass mein Gesicht nicht so stehen bleibt, wenn du das so rumknetest. Und dann kann ich kauen, nicht die Zunge dazwischen. So, wir zeigen euch mal, wo wir Fotos machen. Boden. Licht 1, Licht 2, Wand. Nadja.
Klettergerüst. Wir sind hier nicht nur zu fünft, nein, wir sind tatsächlich zu sechst. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist der Name eigentlich? Brunhilde. Brunhilde. Cool, Brunhilde. Also, du bist mir auf jeden Fall beim Reingehen schon aufgefallen. Danke. Ich muss jetzt was gestehen. Ich habe ja heute für Catering gesorgt. Allerdings habe ich nur Franzbrötchen für fünf geholt. Also ich esse eh kein Gluten, deswegen ist das gar kein Problem. Okay, aber sonst gibt Philipp dir auch bestimmt eins ab. Ja, ich habe schon gehört, er soll sehr großzügig sein. Davon sprechen die alle hier. In erster Linie ist er ziemlich gierig, was Teilchen angeht. Also da würde ich mich jetzt nicht unbedingt verlassen. Ja, da gibt es aber auch mal verschiedene Ansichten. Okay, ja, cool, danke. Bitte. Alright. Oh, neblisch. Okay, auf 3, 2, 1. Da ist ein bisschen Franzbrötchen auf euch draufgekommen. Ups. Aufgeräumt. So. Entschuldigung. Sind Sie zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Eine gute Leistung gebracht heute. Ja? Ja. Im Sturm hätten wir noch mehr machen können, aber wir haben gut verteidigt und darum gibt dieses Ergebnis absolut in Ordnung. Ja, ich finde auch 3-0 zu verlieren ist auch vergleichsweise gut. Ja, er kommt immer auf den Gegner an, ne? Ja, ey, vollkommen zufrieden. Ne? Top. Top-Leistung abgerufen. Viel besser direkt. Kaum überlichtet jetzt. Nee, also hätten wir so heute Licht gemacht, dann wäre es mangelhaft gewesen. Allerdings hatten wir ja Profis dabei, deswegen war alles gut. Ja, es hat geklappt, weil wir es nicht selber gemacht haben. Ja, wir produzieren ein bisschen Content für Social Media. Der Stern. Der Stern. Der Stern. Der Stern. Was? Willst du das nochmal demonstrieren, was du da vorhast? Und auf Piepe gucken wir Timo an. Choreograf Philipp Kaminski. Soll ich es einmal nochmal üben gerade? Gerne, gerne. Ja. Who's gonna be the goat? Wer möchte erzählen, was wir heute gemacht haben? Timo hat schon die Hand gehoben gerade. Okay, Timo. Wir haben Fotos gemacht für unsere neuen Pressebilder, für neuen Content, für alles, was in nächster Zeit auf euch zukommt. Ja. Und mit wem haben wir das gemacht? Wir haben das mit Nadja gemacht. Cool. Mhm. Mit der haben wir auch schon unsere letzten Bilder gemacht. Ja, das haben wir schon gesagt. Scheiße. Das war jetzt vollkommen überflüssig. Und danach haben wir noch ein bisschen witzigen Content gedreht für den ersten Song, der dieses Jahr noch rauskommt. Oh. Wir verraten ja einfach schon mal. Dezember wird es sein. Wir sagen noch nicht genau wann, weil kann sich ja immer noch was verändern. Hoffen wir nicht. So ist nicht der Plan. Ja. Ein frühes Weihnachtsgeschenk, wie man so schön sagt im Marketing. So. Timo. Leon. Das war's mit Woodblock Nummer 27. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Woodvlog. Checkt sämtliche anderen Social-Media-Plattformen aus. TikTok, Insta, YouTube seid ihr schon. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Düsseldorf. Ciao, Paolo.